Willkommen zurück bei Desert Combat, der Battle. Der Battlefield-Mod schlechthin. Wir 1942, wo wir jetzt auf dem Badewiese-Server wieder unterwegs sind. Der noch nicht so gut besucht ist. Aber jeder sollte sich. Ups. Möglichst dran machen, diesen Zustand zu ändern. Also nehmt das als Aufforderung, ein bisschen mitzuspielen. Denn der Server ist einfach toll. Es ist gut, dass so ein altes Spiel noch mit Servern unterstützt wird. Der wird doch wohl nochmals kommen, oder? Ah, eine Schilka. Das wäre vielleicht das, was wir brauchen. Denn wir müssen das Ding ja hier verteidigen. Ach, okay. Okay. Da ist er. Mensch, oder? Ja. Na, wir sind natürlich jetzt... Sehr schön, wir haben ihn. Das ist ein Mensch. Ja, den haben wir. Ich bin ziemlich sicher, dass es ein Mensch ist. Ziemlich, aber noch. Sehr schön. Dann gehen wir mal... entsetzen. Ah, das war nicht gut gefahren, so rum. Oh, wir verlieren nach oben die Flagge. Hier oben ist gar keine. Dann gehen wir dahin. Ja, gar keine. Na, weg. So. Interessant, beim T-72 hat das Rohr keinen Bug, dass es nur halb dargestellt wird. So. Ja gut. Ah ja, wir haben menschliche Spieler, zwei Stück auf der anderen Seite. Mindestens. Und den haben wir auch erwischt, aber wir halten ihn jetzt hier nicht an. Es geht hier. Ist das toll, ist das toll. Komm, geh weg. Er hat das überlebt. Ja. Das sind Menschen. Butz. Das erkennt man ja an den Namen schön. Ich kann es immer wieder nur betonen. Die Panzer fahren sich in der Mod super. Das ist ein einziger Genuss, die zu steuern. So, nehmen wir erstmal den Panzer raus. Für alle Fälle. Nicht, dass hier noch ein Ami darin einsteigt. Oh, das ist ja auch interessant. Das wusste ich gar nicht mehr. Wir können das Rohr nicht komplett drehen, weil hier hinten diese Reservetanks sind. Ha, ja toll. Das ist richtig. Kleines, nettes Detail. So, dann gucken wir mal, ob wir von dort was erreichen können, wo wir jetzt hinfahren. In die Spitze. Ah, die gegnerische Flotte. Sehr schön. Ui! Ha! Erwischt. Uiuiui, das Schiff findet, wir sollten verschwinden. Okay, vorhalten, vorhalten. Mehr vorhalten. Ja, der hat zumindest, der war nicht schlecht. Ah. Oh. Okay, das Schiff vor uns, das ärgert uns. Dem können wir eigentlich nicht viel anhaben, oder? Wir könnten da jetzt ewig drauf schießen, aber das wäre auch ein bisschen witzlos. Okay, wir werden eher eine andere Stelle gebraucht und da startet der gegnerische Hubschrauber. Nein, schaffen wir es noch hier hoch? Ja, uiuiui. Oh, und der Hubschrauber schießt auf uns. Oder? Kurz abklären. Wo ist er? Nee, weg. Gut, dann fahren wir runter. Vom Balancing her finde ich diese Karte nicht so gut gelungen für Desert Combat. Ich hatte die jetzt auch off-cam schon gespielt gehabt. Und das war echt brutal. Es war auf jeder Seite 3 oder 4 Menschen. Und die Verteidiger hatten es sehr leicht. Einfach weil das ganze Spiel ist ja schneller als das normale Battlefield. Schlicht weil jetzt zum Beispiel dieser Panzer hier, der rennt ja quasi durch. Und die Kartenbalance kommt damit nicht so gut klar. Die ist darauf nicht ausgelegt.
Klar wäre das ein gutes Team, klären können, aber hier zu führen. Sagen wir 3 gegen 3 mit Bots aufgefüllt auf einem Public Server, ich weiß nicht. Da war es mir ein zu Verteidiger vorteilhaft. Auch noch 11 Schuss in der Hauptkanone, müssen wir uns vorsichtig einteilen. Oh. Oh, wenn ich... Okay, wir haben die. Aber wir müssen gleich wieder weiter. Das wird jetzt die ganze Zeit so gehen. Wir werden immer dort... Die Schilka, die sollte ein bisschen mehr feuern. Also wenn das so weitergeht, haben wir am Schluss mehr Friendly Fire Tote als Gegner. Da, der Hubschrauber, der da vorne abgestürzt ist, das war definitiv... Wow! Das war ein Mensch. Wir haben ihn. Ja, das ist ein Mensch. Nein, nein, wir sind überhitzt. Wir sind überhitzt. Wir sind überhitzt. Oh, komm, komm, komm. Wow. Mensch, voraus. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Wir haben es geschafft, ihn auszuschalten. Gute alte... Und Thermalfeuer. Endlich macht sich das jahrelange Training in World of Tanks bezahlt. So. Der Panzer ist fast erledigt, aber wir können jetzt nicht stoppen. Oh, das war gar nichts. Der war gar nichts. Komm, weg mit dir. Oh, da kommt auf uns. Ich hör's doch, ich hör's doch. Ja. Oh, okay, 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 okay. Schade, 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 schade. Nun gut. Scharfschütze. Wir müssen jetzt ein bisschen aufräumen. Das Ding ist, die werden doch... Diese Flak hier steht echt nicht so gut. Mal kurz gucken. Ja, ja, okay. Kommt der... Ja. Darauf habe ich gewartet. Was ist das? Da kommt da jetzt rum. Ja, die taugt gar nichts. Die ist so schlecht positioniert. Das macht gar keinen Spaß. Brauche eine Schilka. Damit könnte ich was aus... Oh, die steht besser. Die steht besser. Dann gehen wir mal amerikanische Flugzeuge jagen. Dann gehen wir das mal jagen. Okay. Kurz Geduld haben. Die werden gleich wieder kommen. Da kommt unserer. Lass uns mal kurz gucken. Feind. Der Helikopter kommt. Kommt er doch nicht? Hm. Zu lange sollten wir jetzt auch nicht hier warten. Einen kleinen Moment noch kann man sich gönnen. Also. Nee, niemand kommt. Und das ist unserer, der startet. Okay, da oben werden wir gebraucht. Na gut. Manchmal passiert auch nichts. Aber das ist ja auch Teil des Spiels. Also, dann gehen wir doch mal mit dem Ding auf. Oh, der Wendekreis ist ja katastrophal. Kommt, komm, 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 komm. Ach, dann halt nicht. Das ist unser Jäger, ja, Gott sei Dank.
So. Boah. Das ist so viel Friendly Fire, das ist nicht mehr normal. Oh. Feuert doch auf den. Der war schön. Jetzt möchte ich mal dieses Scharfschützengewehr so richtig. Ich wollte da hoch. Ich wollte das ausprobieren, wie gut das ist oder wie schlecht. So, also wir liegen. Okay, das ging jetzt ohne Vorhalten. Klar, wir liegen jetzt komisch, deswegen haben wir die verzielt. Kommt Verstärkung, jawohl. Unsere eigene Schilka räumt auch die Leute ab. Sieht gut aus, wir können nachrücken. Was mir sehr gefällt, das stört mich beim normalen Battlefield extrem, dass das Scharfschützengewehr im Visier drin bleibt. Und es ist gefährlich, dass da der Abrams unbenutzt steht. Das ist ein Flugzeug von uns. Ich komme nicht hin mit der Waffe. Ja, es ist eins von uns. Oh. Gib mir mal den Abrams. So. Oh, übersteuert. Da kommt ein Hubschrauber. Oh, direkt vor meiner Nase. So, jetzt habe ich gerade euch kurz abgelenkt. Hier war doch ein Heli. Ah, da ist er, da ist er. Komm schon, komm schon. Den kriegen ich. Ja! Das war Mensch. Ah, der hat das gut gemacht. In der Deckung. Das ist nicht unser Boot. Ich weiß nicht, mit dem... Ja, den haben wir. Das andere Boot könnten wir auf die Inferno bekommen. Nee, das ist nicht wirklich. So. Moment kurz. Oh, da schwimmt jemand. Ich hatte kurz gedacht, ein Pixelfehler. Ah, ich hätte ihn fast erwischt. Ich wollte ihn zumindest. So, so, so. Du hier aber, okay, warte mal. Ups. So. Ein bisschen vorhalten muss man, okay. Aber es, wenn man mal den Dreh raus hat, geht's. Wo steht hier den Dreh? Schon wieder der? Na. Kämpfe ich jetzt hier ernsthaft mit einem Panzer gegen einen Hubschrauber? Der wird nochmal kommen. Das ist ein Mensch, der lässt es nicht auf sich sitzen. Oder? Ach, stimmt. Oh. Kommt doch noch nicht. Nicht nochmal. Oh. Da kriegen wir wieder. Da ist er, oder? Ich möchte den. Okay. Oh. Ja, das ist gefährlich. Ha! Das ist überraschend gefährlich hier. Ich muss die vorbeiziehen lassen. Okay, das haben wir mal geklärt. Schwimmt er da? Ein bisschen höher. Ah, das wurde bei mir gerade nicht so richtig gerendert. Erwischt. Ja, erwischt. Und keine Munition mehr. Aber das wissen die ja nicht, dass wir das nicht mehr haben.
Wow, was bekommen denn die her alle? Leute, wo kommt ihr denn her? Wo kommen die jetzt auf einmal alle her? Holla, die Waldfee. Okay, wir sollt. Wir sind der einzige Mensch auf unserer Seite. Das hat funktioniert. Das ist schön. Oh. Und jetzt die Amis. Ach, wieder. Das war Mensch. Hat gesehen, dass wir dort sind. Und dann wieder aufs geht's zum nächsten Einsatzort, wo wir eben gebraucht werden. Das A-Team. Ja. Filmreif. Aber wir können sagen, wir sind so schnell am Ziel. Das ist ein Mensch. Das ist ein Mensch. Wer so abspringt, ist ein Mensch. Jetzt sind wir benachteiligt. Und das ist auch ein ziemlich sicher ein Mensch. Houston, wir haben ein Problem. Das ist ja gemein. Wie kommt der dahin? Im amphibischen Fahrzeug so. Der weiß natürlich nicht, dass wir da sind. Jetzt sieht er nicht hin. Okay, komm, Captain Morgan. Er hat nicht gecheckt, dass wir da sind. Das ist jetzt ein bisschen um. Oh, das kann jetzt sehr schnell gehen. Weg. Leute! Okay. Oh. Also Reflexe funktionieren noch. Da wollte da landen und sich die Flagge schnappen. Aber nicht mit uns. Oh. Der war ja auch noch da. Okay. Ja, wir sind gegen zwei oder drei Menschen. Drei, glaube ich. Ja, okay, da geht eh in die Luft. Was? Nein! Okay, Assault, schnell Assault. Oh, nein! Okay, jetzt haben wir ein Problem. Aber der Gegner muss ja zu uns kommen, hahaha. Oh, das ist blöd. Also, wenn ich der Feind wäre, ich würde jetzt sogar hier kommen. Ja. Da sind sie wieder. Hier ist das Problem. Wir haben hier keine Flak stehen, oder? So, wir haben hier eine Verstärkung bekommen, gut. Da hinten ist doch manchmal noch ein Fahrzeug. Okay, das ist Geschütz. Na, lass mal nochmal kurz gucken. Zwei Menschen. Definitiv zwei. Bei Suyama, bei uns bin ich mir nicht. Das habe ich nicht aufgepasst. Okay, selbst schuld. Bei Suyama auf unserer Seite bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob dir jemand. Bei Takashi. Nee, ich bin nicht ganz sicher, ob das auch ein Bot ist. Weil
es gibt auch Leute, die sind Scherzkekse. Komm schon, lass mich da rein. Ach, schade. Die nennen sich wie ein Bot. Unter anderem so Scherzkekse wie ich, was ich auch schon gemacht habe, was sehr lustig sein kann, wenn man sich tarnen möchte. Na, jetzt. Na komm. Uiuiui. Wir müssen da schnell vorwärts. So, der Gegner weiß jetzt, dass wir menschlich sind, einfach wie wir fahren. Er hat uns natürlich zerwischt. Oh, jetzt ist hier ein Fahrzeug da. Nein, komm, 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 komm. Lass uns den Blödsinn, wir sind hier zum Spaß. Wir wollen die Abschüsse. Okay, wir haben Fox bekommen, wir haben Menschen bekommen. Das war ein Mensch, oder? Das ist gar nicht mehr so sicher. So, oh. Nein, 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 nein. Ah, da hat er gecheckt, dass wir ein Mensch sind. Oder? Oder? Sehr schön. Wunderschön. Ich würde gerne die Schilka übernehmen. Oder wenigstens damit vielleicht was anstellen. Also. Wie gesagt, wenn ihr das im Multiplayer spielen wollt, ihr braucht halt Battlefield 1942. Es geht auch die Origin-Version. Dann halt den Desert Combat Mod oder die Desert Combat Mod. Bei Origin läuft es dann einfach so. Und wenn man halt nicht Origin hat, beziehungsweise auf der Nicht-Origin-Server spielen muss, dann muss man die zwei, drei Dateien austauschen, damit einfach, weil GameSpy halt nicht mehr geht. Und dann sollte das auch wieder funktionieren. So, kaum bin ich jetzt hier, kommt kein Flugzeug. Das ist natürlich dieser berühmte Vorführeffekt. Doch, da ist ein Hubschrauber. Wie weit muss man bei dem Ding vorhalten? Also nochmal, kann ich auf irgendwas schießen und das beobachten? Oh Gott, wie ist das? Nicht wirklich, okay. Warte noch kurz. Ich höre die A10. Da. Okay, da. Wenn er schlau ist, genau. Ah, so ein befriedigendes Gefühl. Das war's wert. Das war das Warten komplett wert. Jede einzelne Sekunde. So. Oh, feindliche Hubschrauber. Ignorieren. Oh nee, da steht ja schon... Captain Morgan steht dort und wartet auf uns. Okay, jetzt kommt er wieder vor. Ja! So. Ich muss hier durch. Ich muss da eine Abkürzung wählen. Komm schon. Ah, hat uns noch gesehen, klar. Schade. Aber er müsste rauchen, oder? Ich sehe es nicht ganz mit der Kamera. Oh. Moment, wo? Ach so, das steht ganz da hinten, ja klar. Und hat gutes Schutzfeld hier drauf. Okay, viel zu niedrig.
Da ist jetzt blind geschossen. Ja. Ah, er ist ausgestiegen. Ja. Nee, jemand anderes, aber noch erwischt. Die lassen seinen ganz schön spüren hier. Bündete. So. Ja, Leute, wo bleiben die Flugzeuge? Oh, Hans ist auf den Server gekommen. Oh. Da hinten ist ein Mensch runter. Da hinten ist ein Mensch runter. Ja, komm, 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 komm. Oh. Oh, er wurde erwischt. Okay, gut. Dann doch nichts passiert. Wow! Leute, welche Karte? Ah ja, da, klar. Abstimmung. Na, das war doch ganz nett. Wir sind immerhin Dritter geworden. Immerhin. Und das als einziger Iraker am Anfang. Bis zum nächsten Mal.